Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar in 60 Minuten zum Algo-Trading-Profi werden. An der Stelle mit unserem Referenten David Varney von AlgoCamp. Ich freue mich, David, dass du heute Zeit für uns hast und ja, mit dir das Webinar veranstalten zu dürfen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir gehen direkt mal zum Risikohinweis. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig vom Inhalt des Webinars. Das ist ganz wichtig. Ja, okay. Dann, lieber David, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Bin sehr neugierig, was du heute für uns mitgebracht hast und wünsche mir natürlich auch viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich übernehme mal kurz den Monitor. Ups. Kurz was erlauben. Moment. Kriegst du deinen 112-Monitor nicht gebändigt? So. Na, ich muss gerade zwischen den 20 Monitoren aussuchen, welchen ich hier nehme. So, jetzt haben wir den richtigen. Perfekt. Super, ja, dann danke dir, Nelson, für deine traumhafte Einleitung mal wieder und von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Freut mich wieder, dass bei unserem Lieblingsthema so viele Leute hier dabei sind, wenn ich mal die Liste durchschaue. Könnt ihr natürlich denken, dass das Thema interessant ist oder aber auch sagen, was sollen wir anderes machen in so Corona-Zeiten? Aber ich denke mal, das Thema ist auch interessant. Ich finde es ganz interessant. Wir haben heute ja einen Crashkurs. So hieß es ja auch im Titel, da stand es auch im Titel. Und zwar wollen wir heute wirklich alle Themen mal grob durchgehen. Wir können gar nicht allzu sehr ins Detail gehen. Aber Ziel ist heute, dass alle, die sich für das Thema Algo-Trading, also automatisierter Börsenhandel, interessieren, dass die nach den 60 Minuten wissen, wo die Reise weiterhin gehen könnte, wenn man sich für interessiert. Und dass man einfach mal weiß, was so die wichtigen Punkte sind. Es klingt eigentlich am Anfang relativ einfach, automatisierter Börsenhandel, ich starte ein Handelssystem, lasse es laufen und das war's schon. Das ist vom Prinzip her richtig, aber dahinter steckt viel, viel mehr Arbeit und da gehören auch viele, viele Punkte dazu, die ganz oft immer unterschätzt werden und die eigentlich auch mal dafür sorgen, dass viele Trader Geld verlieren, obwohl sie zum Beispiel ein profitables Handelssystem an der Hand haben. Das ist mal so eine Sache, die versteht man am Anfang gar nicht oder denkt sich, wie soll das gehen? Ein System ist profitabel, man verliert damit Geld. Und das sind so die Punkte, die wir heute mal durchgehen wollen. Ich habe mir für heute 10 Punkte aufgeschrieben, ein knackiges Programm eigentlich. Aber ich denke mal, wir kriegen da alle Punkte abgegrast von der Plattform her. Wie, wo lassen wir die ganzen Systeme laufen? MetaTrader, NinjaTrader. Wie sehen die Strategien aus? Wie können wir die Backtests durchführen? Risiko, Money Management, Trading Server, Portfolio-Gedanke, also wenn wir noch ein paar Schritte weitergehen. Das sind so die Schritte, die wir heute alle zusammen durchgehen. Ja, die einen oder anderen kennen mich wahrscheinlich schon. Ich bin David Varney und ja, Gründer und Geschäftsführer von der IvoCamp GmbH aus Berlin. Wir sind schon seit einigen Jahren stolzer Partner von FXWorld. Deswegen auch heute das gemeinsame Webinar, um ja, einfach das ganze Thema nochmal weiter nach vorne zu bringen. Algo-Trading ist in Deutschland noch nicht so verbreitet, finde ich. Andere Länder sind da schon ein bisschen weiter, aber das können wir heute zügig nachholen. Von den Fragen her sehe ich schon, ist die eine oder andere auch schon reingekommen. Ich würde vorschlagen, wir machen es einfach so, wenn Fragen kommen, einfach direkt reinschreiben, bevor wir sie vergessen bis zum Ende hin und ich schaue einfach regelmäßig nochmal drauf. Wenn es Fragen sind, die gerade zum Thema passen, dann nehme ich die gleich mit rein. Ansonsten will ich eigentlich, dass heute keiner hier aus dem Webinar rausgeht mit offenen Fragen. Also spätestens am Ende schaue ich nochmal rauf und dann gucken wir mal, dass wir alle Fragen geklärt bekommen. Ja, sehr schön. Dann können wir eigentlich auch schon anfangen mit dem ganzen Thema. Wir werden uns heute gar nicht in Folien bewegen. Das lassen wir mal weg, das betreute Lesen, sondern wir werden heute eigentlich fast ausschließlich im MetaTrader unterwegs sein. Das habe ich mal als Referenzplattform für heute genommen. Schon vorinstallierte MetaTrader von FXWorld. Und da können wir einfach alles, was wir jetzt so besprechen, die ganzen 10 Punkte hier einfach gleich mal direkt uns anschauen.
ohne große Theorie. Denn so lernt man auch am besten und so ist es auch nicht allzu langweilig, wenn man das Ganze nur auf Folien zeigt. So, ich schaue nochmal auf die Fragen. Perfekt. Die Fragen, die reingekommen sind, die sehe ich schon, die stelle ich nämlich ein bisschen später ran, weil ich schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Dann klären wir das Ganze. Okay, also was heißt eigentlich Algo-Trading, automatisierter Börsenhandel? Wir kennen es so ein bisschen wahrscheinlich aus Filmen, vielleicht aus irgendwelchen Werbevideos oder auch aus den Medien, aus den Zeitschriften und Magazinen, die bösen Roboter, die Krisen auslösen, die Crashs auslösen und so weiter. Wir lesen von großen Firmen, die Millionen oder Milliarden ausgeben, um das kürzeste Kabel zu einer Börse zu legen, um möglichst schnell zu ordern. Da müssen wir erstmal im Vorfeld das Ganze abgrenzen, finde ich. Ich würde das Ganze mal kategorisieren in zwei Punkte. Das heißt, einmal ist es das Hochfrequenzhandel. Das heißt, das ist der Bereich, wo wir wirklich Milliarden ausgeben müssen, wo es um Millisekunden angeht, wo wir quasi auf dem Server der Börse sitzen müssen. Das ist ein Bereich, in dem wir uns gar nicht bewegen sollten. Der Bereich ist extrem teuer für uns als Privatanleger. Selbst als Vermögensverwaltung sind das Bereiche, da können wir nicht agieren. Da sind die Plätze eigentlich schon vergeben in dem Bereich. Viel zu teuer, viel zu aufwendig. Aber das ist gar nicht unser Gebiet. Das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es da draußen andere großen Firmen gibt, die hier um Millisekunden kämpfen, um der Schnellste an der Börse zu sein. Das ist völlig legitim. Es ist eine ganz andere Art des Algo-Tradings als das, was wir als Privatanleger betreiben können. Und das heißt jetzt nicht, dass wir das Ganze nur mit 5, 10, 20, 30.000 Euro betreiben können, sondern das bedeutet, dass wir das auch mit einigen Millionen betreiben können. Also ich rede hier einfach nur von der Art her des Algo-Tradings. Wenn wir uns mal schauen, was machen so die Großen, die wir aus Funk und Fernsehen kennen, da draußen, dann ist das beispielsweise ein Arbitrage-System. Das heißt, man schaut sich zum Beispiel an Börse A, ist die Aktie XY bei 50 Dollar und an Börse B für 50 Dollar und 5, also 5 Cent Unterschied. Man versucht dann Arbitrage zu betreiben, das heißt, man kauft die an einer billigen Börse und verkauft sie an einer teuren Börse. Wir sehen beispielsweise, dass gerade schlechte Nachrichten rausgekommen ist, aber der DAX Future ist noch nicht mitgelaufen. Er hat es noch nicht verarbeitet, obwohl die News relevant war. Da geht es wirklich um Millisekunden, wo wir zum Teil oder zum Teil die Börsen sich auch schon gegen wehren, weil die Server da einfach nicht hinterherkommen. Das soll nicht unser Bereich sein. Das ist interessant. Da gibt es schöne Bücher für, die ganz, ganz interessant sind, um mal in Ruhe sich in das Thema einzulesen. Wo wir uns bewegen, da geht es um, ich nenne es mal Strategiehandel. Das heißt, wir wollen keine Differenzen, keine Delays, so Verzögerungen ausnutzen. Wir wollen nicht schauen, wann hat eventuell FXBet Probleme bei der Preisstellung, wann hängt da mal ein Server und wollen das ausnutzen auf Kosten des Brokers. Das ist nicht unser Thema, sondern wir wollen was Nachhaltiges machen, was nicht gegen AGBs verstößt, wo jeder Spaß mit hat. Und zwar ist es halt die automatisierte oder das automatisierte Handeln von Strategien. Und da muss ich so ein bisschen den Mythos rausnehmen, wenn neue Trader zu uns kommen oder zu mir kommen speziell und so fragen, wie das eigentlich genau läuft beim System, dann haben viele die Vorstellung, dass hinterm Handelssystem, also wenn wir jetzt im MetaTrader unterwegs sind, der Expert Advisor, dass da irgendwas Magisches dahinter steckt. Das ist immer so die Erwartung. Das heißt, man denkt, wenn ich jetzt hier ein System aktiviere, dass das in die Zukunft gucken kann, dass es immer recht hat, dass es irgendwas Besonderes ist. Ist es auf eine Art und Weise natürlich, automatisierter Handel ist schon was Interessantes, aber, und jetzt kommt das Nüchterne an der ganzen Sache, hinter jedem Handelssystem oder hinter jedem Expert Advisor, wenn wir im MetaTrader-Kosmos bleiben wollen, steckt eigentlich einfach eine ganz normale Handelsstrategie. Das heißt, das Handelssystem, wenn wir hier im MetaTrader sind, haben wir sie ja links. Da haben wir beispielsweise schon einige voraktiviert. So ein MACD-Sample beispielsweise, der ist schon standardmäßig drin. Den können wir hier mit ein, zwei, drei Klicks aktivieren und zack, handelt der auf dem Konto. Aktiviere ich das Ganze noch, los geht's. So.
Keine große Kunst, ne? Also wir haben jetzt hier in 3 Sekunden das System aktiviert. Was steckt dahinter? Eine ganz einfache Strategie. Und zwar der Expert Advisor würde das umsetzen, was wir als Trader ganz oft nicht schaffen. Und zwar strikt eine Strategie befolgen. Wenn man so an unsere ersten Bücher denken, an die Coaches, an Artikel, überall ist ja immer die Rede davon, dass wir uns an Strategien halten sollen, an unsere Regeln halten sollen, ist wichtig und richtig. Aber wer macht es uns? Wer macht es von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Eigentlich finden wir immer wieder Situationen, wo wir sagen, na ja, eigentlich darf ich jetzt nicht einsteigen, aber der Markt, der läuft ja eigentlich ganz gut und das ist ganz klar ein Short oder ganz klar ein Long. Das kennen wir alle. Oder wir sind gerade nicht am PC, weil wir die Sonne genießen, oder. Dann führen wir ein Trade nicht aus. Und ein Handelssystem macht diese Fehler nicht. Ja, also wir haben jetzt hier beispielsweise den MACD-Sample aktiviert. Das ist ein Standard-Handelssystem, was es kostenlos bei jedem MetaTrader mit dazu gibt. Ganz klar, das System ist nicht profitabel. Darum geht es jetzt erstmal nicht. Aber technisch würde es sofort loslaufen und handeln. Ich kann jetzt hier rausgehen, das Büro verlassen und das System handelt rund um die Uhr. Ob heute Abend um 2 Uhr, morgen um 13 Uhr, ob an Feiertagen, vorausgesetzt die Börse hat auf. Das System handelt immer. Und zwar strikt nach Anweisung. Und da kommen wir zum ganz, ganz großen Vorteil von einem Handelssystem gegenüber uns Menschen. Und wir müssen uns das so vorstellen. Ich meine, wir können auch mal grob reingucken. Ich öffne mal kurz ein, dass wir mal kurz unter die Haube gucken, ohne jetzt irgendwie anfangen zu wollen zu programmieren, aber es einfach mal sehen, wie das so aussieht im Hintergrund. Öffnen wir die Haube und hier sehen wir beispielsweise den Quellcode, also den Programmcode von einem Handelssystem, der nach dem MACD-Indikator handelt. Das ist eine eigene Programmiersprache. Wir haben hier MQL4. Das ist die eigene Programmiersprache von MetaTrader 4, bei MetaTrader 5 entsprechend MQL 5. Und hier sagen wir als Programmierer quasi dem Computer, wann er wo was machen soll. So, soll gar kein Programmierkurs werden, damit wollen wir uns gar nicht allzu sehr beschäftigen, weil die Programmierung, damit können wir uns tagelang beschäftigen, aber einfach mal, dass wir gesehen haben, was eigentlich dahinter steckt. Also hier ist keine Glaskugel, sondern ganz einfache Anweisungen, wenn der MACD gewisse Punkte erreicht hat, dann gehst du long, den Stop setzt du da, dann gehst du short, da gehst du die Position raus. Das steckt quasi unter der Haube. Und hier haben wir bei einem einfachen MACD-System ja gute 155 Zeilen Code. Ihr könnt vorstellen, wenn wir komplexere Systeme haben und noch mehr Abfragen, noch mehr Indikatoren und Daten verwenden, dann kommen wir da gut mal ein paar tausend Zeilen Code, die hinter so einem Handelssystem stecken. So, machen wir das wieder zu. Perfekt. Genau. Da haben wir also den grundlegenden Vorteil halt von einem Handelssystem. Es macht einfach das, was es machen soll. Was wir als Trader nicht so oft machen. Es zockt nicht. Also die ganzen Punkte, die wir so als privater Trader haben, haben wir hier mit dem System nicht. So. Damit wissen wir erstmal schon ganz grob, was ist eigentlich das Handelssystem. Also keine Glaskugel, es liegt nicht immer richtig, sondern es macht einfach strikt unsere Anweisungen, befolgt die. Und wir können, wenn wir ein bisschen kreativer sind, eigentlich alles automatisieren. Von dem klassischen Positionseingang, Exit, Berechnung vom Stop-Loss, Berechnung vom Take-Profit. Wir können aber auch dafür sorgen, dass wir uns eine WhatsApp-Nachricht schicken, eine E-Mail rausschicken. Wir können, wenn wir uns ganz viel Zeit nehmen, auch beispielsweise bei einem Tagesgewinn von 1.000 € uns automatisiert Essen bestellen. Also da kann man unendlich viel machen. Ne? Das ist auch immer die Frage, was ist noch sinnvoll und was ist schon Spielereien. Aber nur, dass wir mal so eine Vorstellung bekommen, was ist technisch eigentlich möglich? Und technisch ist hier eigentlich nahezu alles möglich, außer in die Zukunft zu gucken. So, also wir haben den einen großen Vorteil. Ein System ist einfach strikt emotionslos, hat keine Gier, es macht das, was wir als Trader nicht schaffen. Was ist der zweite große Punkt? Gerade in der Strategieentwicklung, und ich glaube, selbst wenn Sie da draußen noch nicht in Verbindung gekommen sind mit automatischen Handelssystemen, dann ist das Thema Strategie oder Strategieentwicklung auf jeden Fall mal ein Thema gewesen, was bei Ihnen aktuell war oder wahrscheinlich auch immer noch aktuell ist. Ist ja auch, wenn ich so zurückdenke, in meiner Anfangszeit,
dann habe ich eigentlich nach Strategien nur gegiert, überall, wo es ist. So, sämtliche Bücher waren langweilig, bis das Thema Strategien hochkam, Foren, Blogs, alles durchwälzt nach der heiligen Gral-Strategie. Oder wenn ich jetzt mal heute so betrachte und ich auf Messen oder anderen Veranstaltungen Vorträge halte, dann sieht man eigentlich so ein bisschen das Gehen der Leute bis zu dem Punkt, wo dann die Strategien hochkommen. Dann werden die Tablets, Smartphones gezückt, alles wird abfotografiert, um die Strategieparameter zu bekommen, um die große Million zu verdienen. Das Problem an der Sache, also wenn ich Ihnen heute sage, beispielsweise, keine Empfehlung, kaufen Sie den Euro-US-Dollar, wenn er den 33er SMA kreuzt und shorten, wenn er ihn von oben nach unten kreuzt. Was können Sie jetzt machen? Sie können sagen, super. Was der Herr Warner sagt, das glaube ich, absolut vertrauensvoll, setze ich sofort um, setze mein ganzes Geld drauf. Oder aber, zweite Variante ist, Sie sagen, Sie testen das Ganze einfach mal. Also Sie wollen einfach mal selbst herausfinden, ist das dann wirklich so profitabel? Und wenn ja, wie profitabel eigentlich? Und das können wir zum Beispiel auch mit einem Handelssystem tun. Das heißt, wir müssen nicht nur in der Zukunft automatisiert handeln, sondern wir haben ja speziell auch im MetaTrader den Strategietester. Den haben wir hier alle kostenlos vorinstalliert, da müssen wir nichts machen. Hier oben das weiße Blatt mit der Lupe drauf, der Strategietester. Und dann haben wir das Fenster hier unten auch schon offen. Und mit diesem Strategietester können wir herausfinden, ob eine Handelsstrategie überhaupt profitabel ist. Also wir können jetzt beispielsweise mal das Standardhandelssystem Moving Average nehmen. Das heißt, ein einfacher Durchschnitt, der gehandelt wird. Und wir können hier ganz einfach sagen, lieber MetaTrader, teste das System auf den Euro-Dollar von 2019 bis, machen wir bis heute, bis zum 24. April, auf Tagesbasis, das heißt Tagescandles, so wie wir es hier oben eingestellt haben. Und ich kann jetzt einfach mal sagen, Test starten. So, es dauert kurz, verarbeitet ein paar Daten und dann gehen wir schon mal in ein Reiterdiagramm. Was macht ihr hier? Ihr nimmt die Daten aus der Vergangenheit und stopft die quasi in das Handelssystem und visualisiert die Vergangenheit. Das heißt, was wäre, wenn ich das System 2019 gestartet hätte? Was würde passieren, wenn ich es durchlaufen lassen würde bis heute? Was bringt uns das? Klar, wir können uns nichts kaufen aus der Vergangenheit. Wir können ja keine Gelder generieren. Aber, und das ist das Wichtigste, was ganz oft unterschätzt wird, finde ich persönlich, wir haben hier sogar die Gewissheit, ob das Ganze funktioniert. Also wenn ich Ihnen jetzt sage, das System ist oder die Strategie ist profitabel, unbedingt nachhandeln. Oder Sie lesen das in irgendeinem Magazin, in einem Blog, sehen es bei YouTube, wo auch immer, irgendwo bekommen Sie es aufgeschnappt. Dann wissen Sie ja per se nicht, ob das überhaupt erfolgreich ist. Und mit dem Handelssystem, da gibt es keinen, könnte sein, könnte nicht sein, sondern wir wissen dann schwarz auf weiß, ist es profitabel, ja oder nein. Und hier zum Beispiel haben wir das System jetzt durchlaufen lassen. Wir sehen, der grüne Balken ist voll. Wir haben 1.1.2019 bis heute den Euro-Dollar auf Tagesbasis getestet. Und wir sehen hier, das System war in dem Zeitraum nicht profitabel. Kontostart war bei 10.000 Euro und geendet bei ca. 9.500 Euro. Das heißt, in den letzten knapp 1,5 Jahren haben wir 500 Euro verloren. So, und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht hier gar nicht darum, ob jetzt der Test hier, der Beispieltest, profitabel ist oder nicht, sondern wir haben hier die Informationen, die wir brauchen, um überhaupt an eine Strategie zu glauben oder an ein Handelssystem zu glauben. Denn niemals sollten wir Geld in eine Strategie stecken oder eine Strategie handeln, wo wir nicht genau wissen, ob das Ganze funktioniert. Was würden wir also hier machen? Okay, die Einstellung ist so nicht profitabel. Wir können das Handelssystem auch noch anpassen. Das heißt, wir haben hier die Export-Advisor-Option und da können wir die einzelnen Parameter anpassen und sagen, na, ich will nicht den 12er SMA haben, sondern den 33er. Ich möchte nicht 0,1 Lot handeln, sondern 0,2. Das können wir hier alles anpassen, klicken auf OK und könnten dann den Test nochmal neu starten. So. So können wir Strategien, die wir haben, optimieren, beziehungsweise überhaupt herausfinden, ob sie profitabel ist oder nicht. Und der Vorteil bei der ganzen Sache,
Das ist kein Mehraufwand. Also in der Regel ist es ja so, wir finden irgendwo eine Strategie, wir programmieren sie als Handelssystem und bevor wir sie hier live im Chart anwenden, führen wir erstmal den Backtest durch. Und in dem Backtest finden wir heraus, ob das System überhaupt profitabel ist. Das heißt, wir testen ein bisschen herum, probieren die einzelnen Assets, verschiedene Zeitintervalle, Zeitfenster, verschiedene Einstellungen. Und irgendwann haben wir das oder die Kombination aus Einstellungen gefunden, wo wir sagen, das gefällt mir, das ist profitabel, der Risiko passt im Verhältnis zum Ertrag, das möchte ich live laufen lassen. Was müssen wir dann machen? Nichts. Also wir müssen keinen Mehraufwand betreiben, sondern wir starten dann einfach das Handelssystem hier auf dem Chart und schon handelt es. Und das ist ja das Schöne. Backtest oder wenn wir ein Handelssystem haben oder programmiert haben, können wir es gleichzeitig auch backtesten. Also wir müssen jetzt hier, wenn ich jetzt den Backtest programmiert habe, nehmen wir an, der wäre jetzt profitabel, dann ziehe ich den einfach hier oben rauf, Moving Average, lade ich hin, sag ja, anwenden, okay, und das System würde handeln. Also Mehraufwand ist hier in dem Punkt nicht vorhanden und selbst wenn wir kein Fan davon sind, automatisiert zu handeln oder wenn wir sagen, mein Geld, das verwalte ich noch selbst und da möchte ich keinen Roboter ranlassen, ist es auch völlig in Ordnung, aber wir haben hier wenigstens die Gewissheit, dass das System profitabel ist und wenn ja, und das ist schon der nächste wichtige Punkt, wie, mit welchen Kennzahlen? Denn woher weiß ich denn überhaupt, wie viel Geld ich dafür brauche? Woher weiß ich, wie viel Volumen ich handeln kann? Und woher weiß ich, wie groß mein maximaler Drawdown sein wird, mit dem ich rechnen muss? Das beantwortet uns der Strategietester fast schon alleine. Also wir haben hier unten verschiedene Reiter, wir haben hier die Ergebnisse. Da können wir die einzelnen Trades der Vergangenheit komplett nachvollziehen. Wann, zu welchem Preis, mit welchem Volumen und welchem Gewinn und Verlust wurde eine Position eingegangen. Die Tabelle wird hier relativ groß, wenn wir langfristig backtesten. Diagramm kennen wir von eben. Und dann haben wir noch den Bericht. Und der ist enorm wertvoll. Oft unterschätzt. In der Regel schaut man sich nur das Diagramm an und überlegt sich dann schon, welche Immobilie oder welchen Wagen man sich kauft. Aber der Berichtereiter ist eigentlich der interessanteste. Wieso? Nehmen wir an, das System ist profitabel. Dann weiß ich ja noch nicht, wie viel Geld brauche ich dafür. Klar, ich kann es machen, wie es die Mehrheit macht, was falsch ist in meinen Augen, dass ich einfach pauschal sage, naja gut, ich habe jetzt hier 7.000 Euro auf dem Konto, ich stelle das Volumen Euro-Dollar einfach mal auf zwei Lots, das heißt pro Tipp macht es sogar 20 Dollar an meinem Konto aus und denke so, naja, ich handle immer zwei Lots oder mal einen Lot, das wird schon passen. Aber jetzt ist der Punkt, wo die meisten dran scheitern. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss wissen, wie groß in der Vergangenheit die schlechteste Phase war. Ganz wichtig, ich habe natürlich keine Garantie. Das, was in der Vergangenheit war, ist keine Garantie für die Zukunft. Sondern wir sagen immer, das, was wir in der Vergangenheit haben, können wir als Rahmen für die Zukunft nehmen, als Orientierungspunkt. Gar keine Frage, nur den Backtest von 2019 bis heute, also 1,5 Jahren, ist absolut null aussagekräftig. Wir müssen das schon mindestens von 2010 an bis heute testen. Ich mache es jetzt hier nur im Webinar nicht, weil es lange dauert. Da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Es ist relativ uninteressant hinzuzusehen, wie der Balken fortschreitet. Also wir nehmen das einfach mal an. Ja. Wir haben also jetzt hier den Backtest von gut 10 Jahren. Das ist schon aussagekräftiger, natürlich immer noch keine Garantie, aber wir wissen schon mal in den letzten 10 Jahren, dass so einiges am Markt passiert. Jetzt die Corona-Zeit, zwischendurch Finanzkrisen, Immobilienkrisen, Kriege, alles Mögliche haben wir fast schon mal durchgespielt in den 10 Jahren. Und wir können dann am Ende des Tages sehen, wie stabil ist das System? Wie reagiert es auf solche Phasen? Wie reagiert es zu guten Phasen, schlechte Phasen? Und dann haben wir unseren Bericht. Und da bekommen wir Werte wie zum Beispiel den maximalen Rückgang. Meiner Meinung nach schon, ja, der wichtigste Wert überhaupt, um damit live zu starten. Was sagt uns der maximale Rückgang? Das ist quasi, das beschreibt die Differenz zwischen dem
temporärem Depot hoch zum nächstgelegenen Tief. Das heißt, der größte Verlust in Folge, den wir erlitten haben, war bei ca. 700 € mit 0,1 Lot. So, würde ich das ganze System mit einem Lot laufen lassen, also das Zehnfache, hätte ich einen maximalen Rückgang gehabt von 7.000 €. Und ich habe hier oben einfach ganz einfach ohne nachzurechnen gesagt, ich trade zwei Lots. Das heißt, in der Vergangenheit wäre mein maximaler Draw dann 14.000 € gewesen. Und ich habe aber nur 7.000 € auf dem Konto. Und genau das ist der Punkt, woran die meisten dann scheitern. Wir sind so, ja, wie soll ich das sagen, von uns selbst überzeugt, dass uns das nicht passiert. Also wir gehen ja quasi an den Markt, natürlich unterbewusst, wir sagen, ich starte jetzt hier das System und wenn ich jetzt hier starte, wir werden nicht die schlechteste Phase in der Vergangenheit erleben. Ja, jetzt, wenn ich an den Markt gehe, dann läuft es wunderbar. So ist es natürlich nicht, sondern wir müssen mindestens die schlechteste Phase aus der Vergangenheit erleben können finanziell. Und wenn ich weiß, ich habe in dem Beispiel 7.000 € auf dem Konto und der maximale Rückgang in der Vergangenheit war bei 700 € bei 0,1 Lot, dann kann ich mein Volumen schon mal überhaupt berechnen, ohne zu würfeln. Also ich könnte hier sagen, na, ich sage mal, ich möchte die Hälfte von meinem Konto quasi riskieren. Dann würde ich circa 0,5 Lots handeln. Das heißt, die schlechteste Phase aus der Vergangenheit würde für mein Konto bedeuten 50%, sprich circa 3.500 €, die ich verliere. Dann habe ich schon mal eine Kennzahl überhaupt. Dann weiß ich, die schlechteste Phase kann kommen. Ich muss keine Angst haben davor. Mein Konto kann es überleben. Ich habe dann noch 3.500 €. Damit kann ich auch 0,5 Lots Euro Dollar handeln. Selbst wenn ich den kleinsten Hebel habe von 1 zu 30, passt alles. So berechnet man Volumen. Und die Mehrheit macht hier den Fehler und sagt einfach, alles klar, ich stelle jetzt zwei Lots ein und dann kommen zwei, drei Verlust-Trades und plötzlich ist das Konto gegen die Wand gefahren. Wir können nicht mal die schlechteste Phase der Vergangenheit erleben. Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt. Eigentlich eine Kleinigkeit, also relativ schnell ausgerechnet, aber ein Punkt, der dafür sorgt, dass viele Trader ein profitables System bekommen. Sprich, sie starten am 01.01.2020. Der Trader, der es ordentlich startet, das Volumen richtig berechnet, ist heute beispielsweise im Gewinn. Und ein anderer Trader, gleiches System, gleiches Startdatum, handelt einfach zu viel Volumen. Und ist nach 2, 3 Monaten todunglücklich, hat 50% verloren, macht aus und denkt sich, Algo Trading, das funktioniert nicht. Dabei lag der Fehler einfach beim Trader, weil das Volumen nicht ordentlich berechnet wurde. Und so können wir es natürlich mit allen Kennzahlen hier machen. Wir sehen, was ist der größte Gewinn, was ist der größte Verlust. Viele andere Kennzahlen, die wir uns dann hochrechnen können. Also wenn ich hier habe, der größte Gewinntrade ist bei 144 € bei 0,1 Lot. Dann weiß ich, wenn ich jetzt ein Lot zum Beispiel handeln würde, hätte ich hier einen größten Gewinn von 1.400 €. Der größte Verlusttrade bei 122 € mit einem Lot, wenn es 1.200 €. Das alles sind sehr wichtige Kennzahlen, wo ich mich immer wieder fragen muss, schaffe ich es emotional, überhaupt 1.200 € mit einem Trade zu verlieren? Wenn nein, dann muss ich auch da das Volumen unterschrauben. Und erfahrungsgemäß durch die Kundenarbeit bei AlgoCamp kann ich wirklich sagen, Volumengröße ist nicht immer eine Sache des Vermögens. Also es gibt auch sehr, sehr viele Trader, die durchaus einige 100.000 € auf dem Konto haben, aber ganz klar sagen, wenn hier auch nur ein Trade 1.000 € von mir verliert, dann kriege ich zittrige Beine. Dann werde ich emotional und eventuell greife ich dann ein. Dann bringt es uns nichts, wenn wir Millionen auf dem Trading-Konto haben, wenn ich bei 1.000 € Minus nicht mehr in Ruhe schlafen kann. Dann muss ich hier das Volumen runterschrauben. Und das sind die wichtigen Kennzahlen, weil wir wollen in Ruhe schlafen können, wir wollen ordentliche Renditen erzielen, wir wissen, die schlechteste Phase wird nochmal kommen und die wollen wir auch in Ruhe überleben, ohne dass unser Konto schon rot leuchtet und das ganze Geld schon fast weg ist. Das ist wirklich der größte Fehler, den wir so beobachten konnten, ja, einfach in der Zusammenarbeit mit den einzelnen Tradern. Gut, dann haben wir auch den Punkt, also Backtesten,
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir keine Lust haben auf das automatisierte Trading, wir haben wenigstens so die Gewissheit und wir wissen, wie es überhaupt läuft. In fast allen Büchern oder überall finden wir immer wieder diese Strategien. Wir finden auch dazu schöne Performance-Kurven, wo alles schön profitabel aussieht. Ob da jetzt böse Absichten hinterstecken oder nicht, ist jetzt völlig egal. Aber bitte niemals irgendeine Strategie traden, wo sie nicht wirklich herausbekommen haben, ob sie profitabel ist mit den Einstellungen, mit dem TP, mit dem SL, so wie sie es verstanden haben oder gelesen haben. Und da kommen wir leider auch schon zur großen Herausforderung bei der ganzen Sache. Wenn wir jetzt einen Backtest haben, also wir haben das ja gerade durchgeführt, das System haben wir gefunden, gekauft, selbst programmiert, wie auch immer. Quelle spielt jetzt gar keine Rolle. Und wir laden das Ganze in den Strategietester, lassen es durchlaufen. Dann brauchen wir natürlich noch die historischen Daten. Was heißt historische Daten? Also einfach die Kursdaten aus der Vergangenheit. Vielleicht kennen das die einen oder anderen. Im MetaTrader haben wir hier oben Extras, Historiendatenbank. Und wenn wir die einzelnen Assets mal durchklicken, dann sehen wir hier die historischen Candles sind es, ne, beim Euro-Dollar auf Tagesbasis können wir beispielsweise zurückgehen bis 1970. Ganz wichtig, je kleiner das Zeitfenster ist, also Minute 1 ist jetzt das kleinste, desto weniger gehen die Daten immer in die Vergangenheit zurück. Also hier werden wahrscheinlich nur bis die Daten nicht nochmal neu geladen, aber hier sind wir beispielsweise bis 2019. Je größer oder grober das Zeitintervall ist, desto mehr Daten sind immer da. Aber nehmen wir beispielsweise mal an, wir möchten unsere Strategie auf dem Euro-Dollar Minute 1 backtesten, dann brauchen wir historische Daten. Wir haben immer standardmäßig kostenlos ein paar Daten dabei, aber jetzt hier hätten wir Daten gerade mal von zwei, ja, eigentlich vom 01.01.2020 bis heute, 4, 5 Monate. Da können wir höchstens herausfinden, ob das System an sich technisch funktioniert. Aber wir können überhaupt keine Aussage darüber treffen, ob das System an sich profitabel ist. Und deswegen kommen wir in den Punkt historische Daten. Ich weiß, wir möchten immer sparen im Trading. Wobei es ist ein bisschen, manchmal ein bisschen komisch. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Aber wir brauchen dringend saubere historische Daten, um überhaupt einen Backtest durchzuführen. Gar keine Frage. Wir finden im Internet zig Seiten, wo wir Daten für 2, 3 Dollar bekommen, wo wir Daten kostenlos bekommen von 1900 bis heute. Ist alles schön und gut. Wir kennen nicht alles auf der Welt, was es so an Angeboten gibt, aber ich kann nur eins sagen, an diesem Punkt dürfen wir nicht sparen. Manchmal oder relativ oft erlebe ich Trader, die täglich, wöchentlich mehrere tausend Euro verzocken auf dem Konto. Aber wenn es irgendwie darum geht, ein paar hundert Euro auszugeben für historische Daten, dann wird gespart. Also da möchte man sparen, aber bei den Trades wird gerne das Geld verzockt ohne Ende. Das ist ein großes Problem, was man manchmal nicht versteht. Kurze Erklärung dazu. Ich weiß, wenn man nicht allzu sehr sich mit den historischen Daten schon mal beschäftigt hat oder mit der Programmierung, dann ist es am Anfang gar nicht selbsterklärend, wieso man hier überhaupt Geld ausgeben sollte, wenn was kostenlos gibt. Historische Daten müssen extrem genau sein. Beispielsweise, wir haben jetzt hier Minutendaten, das heißt, ich möchte auch zu jeder Minute eine Candle haben, um 48, 49, 50, 51, 52 und so weiter. So muss es sauber durchgehend sein. Wir brauchen jede einzelne Candle, die gefüllt sein muss mit Daten. Da darf keine Lücke sein. Sonst haben wir beispielsweise beim Durchschnitt plötzlich Probleme, wenn da einzelne Kerzen fehlen und sich der Durchschnitt verschiebt. Wie werden überhaupt die Daten erfasst? Das ist also der eigentliche Punkt, um auf das Problem zu kommen. Es gibt da draußen Unternehmen, um es ein bisschen besser zu verdeutlichen, die nichts anderes machen, als historische Daten mitzuloggen, zu verwalten, zu pflegen und dementsprechend auch zu verkaufen. Das heißt, da draußen gibt es große Unternehmen, die nichts anderes machen, außer sich um historische Daten zu kümmern. Sehr, sehr große US-Unternehmen unter anderem, die halt historische Daten verkaufen. Denn historische, alte Daten vom Markt sind extrem viel wert. Denn wenn ich keine sauberen Daten habe,
kann ich niemals einen Backtest durchführen, wo ich einen Glaube dran haben kann. Wie sehen die kostenlosen Daten aus? Klar, wir können einfach googeln, Euro-Dollar, historische Daten, for free, kostenlos, wie auch immer. Finden wir ganz viele Anbieter. Wie gesagt, ich habe nicht alle gesehen, ich kann nicht alle pauschal bewerten, aber wir müssen das mal so ein bisschen gegenüberstellen. Wir haben hier Unternehmen, die nichts anderes machen, außer sich darum zu kümmern. Und wir haben hier irgendwelche kostenlosen Webseiten, die die Daten kostenlos anbieten. Ja, keine Frage, dass die Daten bekommen wir, aber unsere Erfahrung hat gezeigt und auch unsere Testen, und wir sind ja nicht nur mit AluCamp in dem Bereich unterwegs, sondern wir waren ja davor auch schon in Vermögensverwaltungen angestellt, die auch das Thema umgesetzt haben, automatisierter Börsenhandel. Und daher können wir einfach sagen, dass bei den kostenlosen Daten immer Probleme vorhanden sind. Das heißt, einzelne Chemnets fehlen, Preise, wie beispielsweise jetzt hier, nur als Beispiel, am 18.12. um 9:37 Uhr angeblich bei 1.11.39 waren beispielsweise gar nicht da, sondern die Preise waren ganz woanders. Wir haben Kurssprünge, das heißt, plötzlich haben wir hier einen Kurs von 0,0001. Dann fehlen wir 10 Minuten, dann haben wir Probleme mit der Zeitumrechnung. Das sind alles, mag im ersten Moment klein wirken. Aber wenn wir am Tag 20, 30 Kerzen haben, die fehlen, und bei Minuten ist das relativ wenig, und das über Jahre, dann was haben wir im Jahr? 250, 260 Börsenhandelstage circa, und wir führen Backtest durch auf 10 Jahre, dann testen wir einfach mit Datenmüll. Und das Problem, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, das Problem ist dann, dass wir hier dann einen schönen Backtest haben, der uns in der Theorie sagt, wow, super System, wir wären reich geworden. Und dann lassen wir das Ganze live laufen und merken, das System macht ja nur Verluste und das läuft nicht so wie gebacktestet. Das liegt einfach daran, weil die Daten, die wir uns irgendwo for free oder für ein, zwei Dollar gekauft haben, einfach eine schlechte Qualität haben. Also wir lügen uns hier historisch was in die Hand. Und deswegen ist meine große Empfehlung, wenn man mit dem Thema anfangen möchte, um so ein bisschen zu spielen, dann reichen die Daten, die wir vom Broker bekommen, das, was verfügbar ist, die sind eigentlich relativ solide. Aber wenn wir wirklich Geld in Systeme stecken möchten und da unser Geld investieren möchten, dann sollten wir nicht am falschen Ende sparen und schon einige hunderte Euros ausgeben für die historischen Daten. Denn, kurz gesagt, ein Backtest, der auf Datenmüll basiert, ist null aussagekräftig. Wir wollen ja keine Grafiken entwickeln, die wir bei Facebook oder bei Instagram posten können und sagen, schau mal, in den letzten 10 Jahren wäre ich Millionär geworden, und dann live verlieren wir nur Geld. Das bringt uns nichts, sondern wir wollen ja Kennzahlen herausziehen, und zwar diese hier, um unsere Schienen für die Zukunft zu legen, wo wir wissen, da geht die Reise hin. Das ist mein Risiko, das ist mein möglicher Ertrag und so weiter und so weiter. Deswegen historische Daten eigentlich ein trockenes und langweiliges Thema, aber enorm, enorm wichtig. Ich kann es mal wieder sagen, nicht am falschen Ende sparen, nicht heimlich zu Hause ein paar Stop-Loss reißen und da Tausende von Euros verlieren, aber dann bei den Daten sparen wollen. Das ist es wirklich das falsche Ende, wo dann hier gespart wird. Gut, dann haben wir auch den Punkt abgeschlossen, Backtest. In Kombination mit den historischen Daten haben wir auch abgeschlossen. Wir wissen, in welchen Plattformen können wir unterwegs sein, gar keine Frage. Der automatisierte Börsenhandel lebt nicht nur im MetaTrader. Und wir selbst von AlgoCamp sind primär im MetaTrader unterwegs, hat eigentlich den Grund, weil die Software an sich für den Trader draußen kostenlos ist. Also der MetaTrader ist kostenlos. Jeder, der ein Konto bei FXBet hat, bekommt auch den MetaTrader kostenlos, ob 4 oder 5. Das Tolle daran ist, dass die Community hinter dem MetaTrader auch extrem groß ist. Das heißt, wir finden da draußen ein ganz, ganz großes Angebot an Handelssystemen, an Indikatoren. Aber gar keine Frage. Wir können genauso gut ein automatisches Handelssystem auch im Anchina-Trader oder im Ninja-Trader entwickeln. Das Prinzip her ist ja überall gleich. Wir haben überall eine eigene Programmiersprache. Der Ninja-Trader hat eine eigene Programmiersprache. Wir entwickeln es da für den Backtest durch. Das heißt immer ein bisschen anders, sieht ein bisschen anders aus, andere Begrifflichkeiten, aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Das Gleiche auch für den Stereo-Trader.
Wir haben auch im SEO Trader eine Möglichkeit, in einer eigenen Programmiersprache, die der Standardsprache relativ ähnlich aussieht, auch eigene Systeme zu entwickeln. Also nur als kleiner Ausflug, automatischer Börsenhandel ist nicht nur im MetaTrader möglich, sondern in vielen, vielen Plattformen. Erfahrungsgemäß kann ich aber auch sagen, ist der MetaTrader für uns Privatanleger die stabilste Software, was automatischer Börsenhandel angeht. Da macht es keinen Unterschied, ob jetzt SEO Trader oder rein der MetaTrader, sind beide stabile Systeme, aber erfahrungsgemäß finden wir den MetaTrader auch viel, viel stabiler im Vergleich zum Beispiel zum NinjaTrader. Was jetzt zum Beispiel laufen lassen angeht über mehrere Wochen oder Monate, da haben wir schon einiges an Erfahrungen gesammelt. MetaTrader, perfekter Einstieg, kostenlos, relativ zügig und einfach in der Bedienung. Aber wie gesagt, da will ich keinen von seiner Lieblingsplattform wegziehen. Wer beispielsweise im NinjaTrader unterwegs ist, kann auch da seinen automatischen oder seinen Börsenhandel einfach ja, automatisieren. So, an dieser Stelle schaue ich mal kurz in die Fragebox, was wir da so haben. Wenn noch Fragen oder generell bis jetzt Fragen aufgekommen sind, gerne noch mal reinposten. Ich gucke mal kurz alle Fragen durch und dann können wir danach noch mal die anderen Themen durchgehen und dann schaue ich natürlich noch mal auf die Fragebox. So, könnt ihr mal bitte IP-Setups und den Trading-Stil der großen Marktteilnehmer näher erläutern? Wie funktioniert das? Wie und wann gehen Sie einen Trade? Wie sind die Denkweise und Trade-Zeiten? Ich hatte es aber am Anfang ganz grob erwähnt. Es gibt die Liga des extrem kurzfristigen Handels, wo es um Millisekunden angeht, wo es um Arbitrage angeht, Preisdifferenzen. Das ist ein sehr dreckiger Bereich, hart umkämpft. Da sehe ich uns nicht in dem Bereich. Da sehe ich viele Vermögensverwaltungen, nationale Vermögensverwaltungen auch nicht in dem Bereich. Das ist eine Sache, wo sich vielleicht zwei, drei extrem große Banken bewegen und dann den Krieg durchführen können. Das ist, ja, da geht es wirklich nur um Zeit und um Geld, was ja, investiert wird in Leitungen, in Computer und so weiter. Für uns uninteressant, da wäre beispielsweise auch der MetaTrader gar nicht für vorbereitet. Der wäre beispielsweise für dieses Klientel viel zu langsam eine ganz andere Liga. Was ich aber sagen kann, und das kann ich sagen, weil ich selbst ja auch mit Vermögensverwaltungen zusammenarbeite, weil ich, bevor ich die AgroCamp GmbH gegründet habe, auch in einer Vermögensverwaltung gearbeitet habe. Und ja, wie gesagt, heute immer noch in Kontakt stehe mit vielen Vermögensverwaltungen, kann ich sagen, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird. Ich weiß, ganz, ganz früher habe ich da auch so eine andere Sichtweise gehabt und dachte mir so, boah, in der einen oder anderen Vermögensverwaltung mal reinzuschauen, mal zu gucken, wie es da läuft und was die für Systeme haben. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, auch die kochen nur mit Wasser. Und das, was wir jetzt hier besprochen haben, das, was wir beispielsweise von AgroCamp machen, das ist Vermögensverwaltungsniveau. Natürlich, wenn wir in eine Vermögensverwaltung herangehen, Hochglanz-Webseite, schöne Verkaufsformulare, schöne PDFs und so weiter. Das weckt natürlich so ein bisschen den Anschein, als ob dahinter die Glaskugel sitzt. Natürlich kenne ich nicht jede Vermögensverwaltung, aber ich muss auch sagen, einfache Systeme ohne große Quantenphysik, ohne tausend mathematische Formeln sind in der Regel die besten Handelssysteme draußen. Das heißt, ein, zwei Regeln. Wenn der Indikator dasteht und das erfüllt ist, dann geh long. Das sind die besten Systeme und die stabilsten Systeme. Schlimmer wird es, wenn wir, ja, wenn wir uns einsperren und 20 Indikatoren haben, fünf mathematische Formeln und das nochmal raufpacken und das nochmal raufpacken. Das, was wir wahrscheinlich erwarten von Vermögenserwartungen, wo wir denken, die haben ja nur die Oberprofis oder Nerds da sitzen, die das Ganze im Schlaf durchrechnen und durchprogrammieren. Das sind in der Regel die Systeme, die sehr, sehr empfindlich sind. Da kommen wir auf so einen Bereich von Curve-Fitting, also Überoptimierung hin. Das ist nicht meiner oder auch unserer, von der Firma, unserer Meinung, dass das nicht der Weg ist zum Erfolg, sondern einfache Strategien. Und das erlebe ich, wie gesagt, immer wieder, wenn ich auch jetzt jüngst mit Vermögensverwaltungen Treffen geht ja gerade nicht in der Corona-Zeit, aber telefoniere.
Und wir so über die einzelnen Systeme sprechen oder was so die Probleme sind und wir schauen, wie wir die Probleme von den Vermögensverwaltungen lösen können. Das sind Probleme oder Strategien, die wir oder Sie da draußen als Privatanleger genauso haben. Hey, mein Metatrader geht manchmal aus, was kann ich dagegen tun? Oder meine historischen Daten, die sind nicht so sauber. So, wir müssen und dürfen uns da nicht so blenden lassen von dem Schein der einen oder anderen vermeintlich großen Firma da draußen. Das ist gar nicht wertend gemeint, soll gar nicht heißen, dass sie das schlecht machen, sondern es ist wirklich so, die einfachsten Systeme, die einfachsten Strategien, das sind die besten. Aber ich kenne nicht alles da draußen. Es gibt natürlich immer einzelne Ausnahmen. So, was haben wir noch? Kann man dann mit dem MT4 auch eine Strategie manuell testen? Manuell testen können wir eine Strategie nicht. Wir müssen sie, damit das System oder eine Strategie automatisiert getestet werden kann, muss sie an einem System entwickelt werden. Also wir müssen sie schon programmieren. Denn der Metatrader muss ja wissen, wann soll ich jetzt in den letzten 10 Jahren rein oder rausgehen. Wir können also nicht das manuell umsetzen, weil der Metatrader versteht nicht unsere manuelle Sprache, sondern wir müssen es ihm in seiner Sprache, also in MQL4 oder 5, umsetzen. Das heißt, wenn wir eine Strategie, die Sie vielleicht schon manuell handeln oder die Sie irgendwo finden, testen möchten, dann gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder schauen Sie, ob Sie das programmieren, ob Sie Lust auf die Programmierung haben und sich da einfuchsen und einarbeiten und das Ganze selbst programmieren. Oder die zweite Variante ist die, dass Sie sich einen Programmierer suchen, der das für Sie programmiert. Das sind die zwei Punkte. Natürlich, Punkt 1, selbst programmieren kostet viel Zeit, ist nicht das Einfachste. Punkt 2, jemanden programmieren lassen, kostet Geld und ja, ein bisschen Zeit. Aber wenn wir das wirklich ernst angehen wollen, das Thema, lohnt es sich schon. Was ist die Alternative? Wir handeln eine Strategie, von der wir gar nicht wissen, ob sie wirklich profitabel ist oder nicht, verlieren dadurch eventuell ja, relativ viel oder viel Geld. Und einen Bruchteil davon hätten wir in einen Programmierer stecken können, der das System entwickelt hätte. Und vielleicht hätten wir da festgestellt, dass das System nicht profitabel ist und wir hätten noch mehr Verluste verhindert. Oder aber wir hätten es noch geschafft, das System so anzupassen, dass es profitabel ist. Vielleicht läuft das mit einem anderen Asset, was wir gar nicht erwartet hätten. Da muss man also ein bisschen abwägen, ist das jetzt mal kurz eine Strategie, die man irgendwo unterwegs zufällig mal gefunden hat, oder will man eine Strategie wirklich ernsthaft handeln und da ein bisschen Geld und Zeit investieren in das Ganze. Super, dann haben wir erstmal Fragen soweit durch. Dann können wir eigentlich mal zu der Königsklasse kommen. Das ist nochmal die Frage, oder der Wunsch natürlich von vielen, passives Einkommen. Ich möchte meinen Job kündigen, ich möchte meinen Lebensunterhalt damit bestreiten, ich möchte mein Ferrari, mein Haus, meine Wohnung, was auch immer wir für Wünsche haben. Es spielt gar keine Rolle, wie groß oder klein die sind, aber wir haben ja alle zumindest ein gleiches Ziel, und zwar wollen wir Geld verdienen mit dem ganzen Thema. Und je nachdem, die einen möchten das, die anderen nicht, möchten davon auch komplett leben oder einfach sich jeden Monat einen schönen Urlaub gönnen, sobald man wieder fliegen darf. Wie gehen wir das Ganze ordentlich an? Und da haben wir jetzt gerade mit der Corona-Krise ein schönes Beispiel. Schritt 1 ist natürlich, wenn wir jetzt sagen, das Thema interessiert uns, dann ist natürlich der erste Schritt, dass wir mit einem Handelssystem starten. So, das heißt, wir kaufen uns ein fertiges System. Wir programmieren selbst ein, lassen eins programmieren, wie auch immer. Das spielt gar keine Rolle. Wir haben also jetzt ein System, was in der Vergangenheit profitabel war. Dann lassen wir das laufen. Wir wissen, unsere Erwartung, unser Risiko liegt da und da. Wir haben Stagnationsphasen, das heißt, ein System tritt durchaus mal Wochen, Monate, ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr auf der Stelle. Das heißt, wir machen 10 Euro Gewinn, 10 Verlust, 100 plus, 100 minus, also eine Stagnation, die wir erleben. Gehört dazu. Wir finden kein System da draußen, wo wir das nicht haben. Es gehört dazu, so wie auch der Verlust und der Gewinn zum Trading oder zum Algo-Trading. Aber jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen professioneller angehen und wir überlegen mal, wie würde es beispielsweise ein professioneller oder hauptberuflicher Immobilieninvestor machen? Er wird wahrscheinlich nicht nur eine Wohnung haben und sagen, super, das ist eine große Wohnung, ich habe jetzt da Netto-Mieteinnahmen von 1.500 Euro, davon lebe ich jetzt, wenn wir relativ sparsam unterwegs sind.
Kann man machen, aber es ist riskant. Was ist, wenn er aussieht und wir keinen Nachmieter finden? Was ist, wenn die Wohnung brennt? Mietnomade oder. Es gibt ja viele Gründe, damit die Mieteinnahmen ausfallen. Was würde also der professionelle Investor machen? Er würde natürlich mehrere Immobilien kaufen. Er würde es noch weiter streuen, holt sich welche in Berlin, Hamburg, Köln, vielleicht auch noch außerhalb von Deutschland, in verschiedenen Ländern, privat, gewerblich. Also er würde sich breit aufstellen, ein Portfolio aufbauen und halt die Diversifizierung betreiben. Ganz wichtig, denn wenn dann mal eine Immobilie ausfällt, sie brennt, hat andere Schäden, Mietnomaden, steht leer, was auch immer, dann interessiert uns das gar nicht im Alltag, weil wir haben noch 19 andere Immobilien, die Geld reinbringen und dafür sorgen, dass wir unseren Lebensstandard weiterhin halten können, sodass ein, zwei Immobilien, die wegbrechen, uns gar nicht wehtun quasi. Und diesen Ansatz, den sollten wir auch im Trading verfolgen, oder speziell im Algo-Trading verfolgen, wenn wir das Thema wirklich professionell angehen wollen. Das heißt, wir können natürlich einfach sagen, ich trade eh manuell, aber das Thema ist interessant, ich möchte es ein bisschen nebenbei laufen lassen, dass da ein zweites Standbein besteht. Vollkommen legitim, können wir so gestalten. Ich sage halt nur, wie es jetzt in der Formel 1 aussieht, in der Königsklasse, wenn wir es noch ganz normal weiterspielen. Die Königsklasse sieht ja hier dann so aus, dass wir das vom Immobilienmakler quasi kopieren und sagen, wir haben ein System für den Euro-Dollar, wir haben ein System für den DAX, ein System für den Britischen Pfund. Das eine ist auf Tagesbasis unterwegs, das andere auf 5-Minuten-Basis und das andere System auf Stundenbasis. Das eine hat ein Trendfolgesystem, das andere handelt Range Breakouts, das andere Saisonalitäten, also alles Mögliche, möglichst breit aufgestellt. Denn haben wir jetzt eine trendige Zeit, dann macht eventuell der Range Breakout EA Verluste, aber das Trendsystem holt diese Verluste wieder rein und macht noch Gewinne. Wir haben ein Asset von mir aus den DAX, der sich jetzt kaum bewegt, aber der Euro-Dollar bewegt sich stark. Das Ziel ist halt hier, dass mal ein System nicht performen kann oder Verluste macht, aber die anderen Systeme es auf auffangen. Das heißt, eins hat seine Verlustphase, seine Stagnationsphase, aber die zwei, drei anderen Systeme sind noch aktiv und holen die Verluste im besten Fall wieder rein und machen noch Gewinne. Quasi so wie beim Immobilieninvestor, bricht mal eine Immobilie weg, haben wir noch andere Immobilien, die das Ganze finanzieren. Und dann fängt das ganze Thema an, besonders Spaß zu machen, wenn wir halt wirklich breit aufgestellt sind. Verschiedene Systeme, verschiedene Assets. Da sollte natürlich alles möglich, ja, ich sag mal, wenig miteinander korrelieren. Also es bringt jetzt nichts, wenn wir fünf Handelssysteme haben, alle handeln Euro-Dollar, alle handeln Trends und alle sind auf Stunde 4 unterwegs. Das bringt nichts. Denn wenn der Euro-Dollar sich über Tage in der Seitwärtsphase bewegt, dann werden alle fünf Systeme, die auf Trends aus sind, kein Geld verdienen. Also das ist keine Diversifizierung, wenn wir jetzt quasi fünf Immobilien im gleichen Haus unterbringen, dann brennt das Haus oder was auch immer mit dem Haus los ist, haben wir auch absolut keine Einnahmen. Deswegen die Diversifizierung ist hier natürlich nicht günstig und auch aufwendig, aber meiner Meinung nach der Weg, um damit wirklich das gute, große Geld zu verdienen und das Ganze auch professionell anzugehen. Ein System kann immer wegbrechen. Wir wissen nie, wie lange ein System funktioniert, ob es überhaupt funktioniert, wenn wir damit live handeln. Und bei mehreren Systemen in einem Portfolio ist die Gefahr natürlich viel geringer und die Chance größer, dass wir damit Geld verdienen oder einfach erfolgreich unterwegs sind. So, dann habe ich erstmal alle Punkte von der Liste abgearbeitet. Der Crashkurs ist quasi jetzt durchgerannt. Ich weiß, das waren relativ viele Themen, kurz und knackig alles durchgezogen. Wir haben jetzt noch gute 5 Minuten. Also wenn jetzt da Fragen sind, gerne rein in die Fragebox. Ich gehe jetzt noch alle durch, sehe noch ein paar offene Fragen und dann können wir das alles nochmal in den letzten Minuten klären. So, was haben wir hier? Kann MT4 oder 5 über mehrere Zeitebenen Daten vergleichen und dann von einer bestimmten Zeitebene handeln, zum Beispiel M1, 5, 15, MACD und unter, ja. Ich sag mal, jein. Also standardmäßig kann es der MetaTrader nicht von der Oberfläche her.
Also ich kann jetzt hier beispielsweise im Metaspender 4 natürlich nur sagen, backtest jetzt einfach nur den Euro-Dollar und backtest dann nur auf Tagesbasis. Das müsste ich einmal durchlaufen lassen. Dann stelle ich um, Stunde 4 durchlaufen lassen und so weiter, wieder durchlaufen lassen. Das Ganze könnte ich mir zwischendurch abspeichern und dann im Nachhinein vergleichen. Was aber der Metaspender 4 und auch der 5 kann, ist, dass das System intern, also ich lasse das System hier beispielsweise auf Stundenbasis handeln, aber das System intern unter der Haube, also im Quellcode, den wir uns vorhin kurz mal angeguckt haben, kann ich sagen, dass das System verschiedene Zeitintervalle vergleichen soll. Also in der Oberfläche her lade ich noch Stundendaten, aber unter der Haube lade ich mir quasi heimlich noch Minute 1, Minute 15 und Tagescandles. Und dann kann ich sie auch vergleichen. Also ich kann auch ein System im Metaspender 4 und 5 laufen lassen, was auf mehreren Zeitebenen unterwegs ist und diese Zeitreihen auch vergleicht. Wichtig ist da halt nur, wenn ich beispielsweise auf M1, 15 und H1 gucke, da muss ich für all drei Zeitintervalle auch ausreichend historische Daten haben. Das ist ganz wichtig. Denn wenn ich dann nur von H1 10 Jahre Daten habe, aber von M1 nur 2 Monate, dann wird es schwierig mit dem Backtesten. Aber technisch gar kein Problem. So, was haben wir noch? Das haben wir schon beantwortet. Dann sind wir, wenn jetzt nichts Neues mehr reinkommt, erstmal soweit durch mit den Fragen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass im Nachhinein noch Fragen kommen. Da kann ich Ihnen gerne anbieten, mit Ihrer Frage einfach sich an uns zu wenden. Entweder wenden Sie sich einfach an der FlexBet. Da sitzen auch einige Profis oder fast nur Profis, besser gesagt, was die MetaTrader oder die generell Algo-Trading, Trading im MetaTrader angeht, die Ihnen da gerne weiterhelfen. Oder aber Sie melden sich einfach bei uns, bei AlgoCamp. Egal, wo Sie sich melden, Sie bekommen auf jeden Fall Ihre Antwort auf Ihre Frage. Da kann Ihnen jede Seite von uns helfen. Wenn mal nicht, dann sind wir alle in einer kurzen Kommunikation und finden da schon die richtige Antwort zueinander oder füreinander. Und ja, Nelson, dann haben wir es auch schon geschafft für heute. Ja, auch wieder fast eine Punktlandung. Alle Fragen sind beantwortet. E-Mail-Adresse, falls noch Fragen kommen, service@fxwelt.com und wir leiten das dann natürlich gerne weiter. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich für Ihre Teilnahme, dass Sie live dabei waren und auch aktiv mitgemacht haben. Und bei dir, David, natürlich für das Webinar. Interessanter Inhalt, Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. So wie immer. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie dabei waren. Und gerne dann bis zum nächsten Mal. David, du hast das Schlusswort. Dankeschön. Danke dir. Ja, von mir auch ein herzliches Dank in die Runde. Freut mich, dass wieder so viele dabei waren und auch so viele bis zum Ende geblieben sind. Ich kann nur sagen, das Thema lohnt sich. Es ist nicht die Zukunft, sondern eher schon die Gegenwart. Wir sollten lieber heute als morgen mit dem ganzen Thema uns anfangen zu beschäftigen. Wir finden vieles. Wir haben auch schon gemeinsam mit der FlexBet einige Webinare zu dem Thema gehalten, nochmal intensiver. Da kann man gerne bei YouTube einfach mal schauen nach AlgoCamp FXBet oder man geht auf dem FXBet-Kanal bei YouTube. Da gibt es zahlreiche Videos dazu. Und ansonsten, genau, wenn noch Fragen da sind, gerne einfach bei uns oder bei FXBet melden. Da gibt es auf jeden Fall die Antwort. In diesem Sinne, vielen Dank an Sie da draußen, an alle Teilnehmer. Vielen Dank auch an Nelson. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.